Haarausfall entsteht meistens durch eine Störung des zyklischen Haarwachstums. Jedes Haar durchläuft einen Haarzyklus, bestehend aus einer Wachstum- und Ruhephase, bevor es ausfällt. Es gibt verschiedene Haarausfallarten. Die häufigste Ursache von Haarausfall bei sonst gesunden Männern ist der anlagebedingte Haarausfall. Aber man muss immer offen sein für andere mögliche Ursachen, wie diffuser Haarausfall infolge einer allgemeinmedizinischen Problematik oder kreisrunder Haarausfall oder Haarausfall infolge von Erkrankungen der Kopfhaut. Haarausfall erkennt man daran, dass beim Waschen mehr Haare ausgehen als sonst oder wenn sich kahle Stellen entwickeln. Es gibt Faustregeln wie 100 Haare darf man pro Tag verlieren. Ich halte gar nichts davon. Denn die Menge, die Sie pro Tag verlieren dürfen, hängt davon ab, wie viele Sie auf dem Kopf haben. Wenn Sie nur noch 50 Haare auf dem Kopf haben, dann sind schon 5 zu viel. Deshalb sollte man nur darauf achten, ob einem mehr Haare ausgehen als sonst. Der Haarausfall beginnt bei entsprechender Veranlagung zum anlagebedingten Haarausfall gewöhnlich nach der Pubertät. Es gibt aber auch Fälle, in denen der Haarausfall bereits früher beginnen kann. Wenn Sie Haarausfall haben oder das Gefühl, Haarausfall zu haben, sollten Sie das abklären. Denn in meiner Erfahrung ist es so, dass jeder, der das Gefühl hat, Haarausfall zu haben, auch recht hat. Auch wenn das immer wieder Ärzte oder Apotheker den Patienten nicht gleich ansehen. Das ist auch der beste Zeitpunkt, um etwas zu unternehmen, denn man kann therapeutisch viel mehr erhalten als wiederherstellen. Die Behandlung von Haarausfall hat primär ursächlich zu sein. Zum Beispiel bei einer allgemeinmedizinischen Störung ist diese zu beheben. Oder wenn der Haarausfall durch ein Medikament bedingt ist, sollte man dieses auswechseln. In den meisten Fällen ist Haarausfall aber bedingt durch den anlagebedingten Haarausfall. Und dieser lässt sich durch zwei Medikamente gut behandeln. Ein Medikament zum Auftragen, das Minoxidil, und ein Medikament zum Einnehmen, das Finasterid.